Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 5. September 2017? Mond bewegt sich im Tierkreiszeichen Wassermann und heute übergeht schon im Tierkreiszeichen Fischen und es nähert sich der Vollmond. Morgen ist nämlich Vollmond. Das bedeutet auch, dass Mond nähert sich zu unserem Planet Erde. Wenn wir das aus dem Sonne aus betrachten könnten, dann würden wir das so wahrnehmen. Wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen. Die Wassermanngeborenen sollen über ihren Schatten springen und mit jemand kontaktieren, auf anderen zugehen oder zuhören. Trifft besonders die Damen, sie sollen auf einen Mann zugehen, weil so kommt die Veränderung und auch das Glück und das hält alles im Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen sollen auch auf die Lebensfreude achten, weil damit bekommen sie Luft und Leichtigkeit. Es ist eine Überraschung zum Erwarten, also unerwartete Ereignisse kommen im heutigen Tag oder plötzlichen Veränderungen. Es ist aber schön und angenehm. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen bewegt sich etwas in kommenden Tagen, kommt etwas im Fluss. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade im Tierkreiszeichen Fischen und vermittelt feste Boden unter unseren Füßen und dieser Wunsch, dieser Bedürfnis haben gerade die Fischengeborenen. Sie sollen immer noch auf die Einflüsse von außen achten, weil es sind Unklarheiten da. Oder führt ein Gespräch, eine Begegnung zu Missverständnissen. Es gilt immer noch so, wie ich das gestern schon erwähnt habe, dass bei einigen Fischengeborenen ist sogar möglich, dass jemand betrügerisch kommt. Also die Fischengeborenen sollen in den Tagen achtsam sein. Diese Energie bedeutet aber auch, wenn die Fischengeborenen ein Geheimnis haben, dann sollen sie das lieber für sich behalten, weil besteht die Gefahr, dass das weitererzählt wird, das in Tageslicht kommt. Und das führt natürlich auch zu weiteren Enttäuschungen. Bei Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist wichtiges Thema auch die Liebepartnerschaft. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen sind Überraschung oder eine plötzliche Wende, eine plötzliche Veränderung ist zum Erwarten. Die Wiedergeborenen haben Mut und Kraft und eine gute Nachricht ist schon unterwegs. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt in kommenden Tagen etwas im Fluss, aber liebe Partnerschaft, da sind sie noch Einschränkungen da oder Missverständnisse. Und die Gespräche laufen auch nicht so, wie die Stiergeborenen das wünschen oder die bekommen keinen Vertrag oder keinen Termin. Das bedeutet, die Stiergeborenen sollen geduldig sein. Es dreht sich wieder alles, die Nachricht kommt dann, ein Termin nähert sich oder ein Vertrag. Geduld noch. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben Glück in die liebe Partnerschaft. Sie können mit einer guten Nachricht rechnen. Es ist wichtig auch die Berufung, Erfolg, Anerkennung, aber in den kommenden Tagen verspüren eine gewisse Bremse oder innere Unruhe und dann in ein paar Tagen kommt wieder die Begeisterung und die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen kommt jetzt in die Tagen etwas im Fluss. Sie sollen ihren vertrauten Umgebung bewusst wahrnehmen, da lebendig zu sein, Kontakte pflegen, aktiv zu sein, Bewegung, weil da liegt gerade die Glück. In der kommenden Zeit wird wichtig sein bei den Krebsgeborenen die berufliche Situation. Einige Krebsgeborenen werden beruflich etwas verändern oder stehen vor einer beruflichen Veränderung.
Im Tierkreis zeichnen Löwengeborenen ist wichtiger Thema Liebe, Partnerschaft, aber sie sollen auch auf anderen zugehen, auch auf dem inneren Gleichgewicht achten, auch zuhören, was anderen sagt, das schön im Gleichgewicht halten, die Kontakte pflegen. Kann auch bedeuten, dass ein Gespräch zu Missverständnissen führt und das macht die Löwengeborenen eventuell wütend und das kann auch zu Aggressionen führen. Also lieber die innere Ruhe bewahren, besonders dann, wenn es um Handlungen und Gesprächen handelt. Die Tierkreise zeichnen Jungfrau geboren ist wichtig, das Auftreten, das Selbstausdruck. Und hier gilt es auch so ähnlich wie bei Fischengeborenen, dass es Unklarheiten gibt, Missverständnisse, Einflüsse von außen, es ist schwierig zu deuten, man kann nicht wissen, was die anderen meint. Eine oder anderen Jungfrau geborenen trifft sogar Einflüsse von außen, das ist sehr betrügerisch, sie sollen auch achtsam sein. Diese Energie drückt auch aus, wenn um Geheimnisse geht, dann lieber das bewahren, weil besteht die Gefahr, dass das gelüftet wird, kommt ins Tageslicht. Die Tierkreise zeichnen Wagengeborenen ist Leichtigkeit zum Spürbar. Sie haben Möglichkeiten und Chancen und das kommt auch in Ordnung. Und es wird eine Richtungsänderung geben, gerade bei den Wagengeborenen, aber nicht unsicher sein. Das bedeutet, wenn sie etwas vorhaben, kommen Einflüsse von außen und es geht in irgendwie in andere Richtung. Die Tierkreise zeichnen Skorpion geboren, kommt etwas im Fluss. Liebe, Partnerschaft, da sind Einschränkungen da. Mit Nachrichten kann das zu Missverständnissen führen oder dass die Nachricht noch nicht kommt und die Skorpion geborenen sollen geduldig sein. Es handelt sich nicht nur um Nachrichten, sondern auch um Termin oder einen Vertrag. Das klappt irgendwie nicht, aber was sehr gut ist bei die Skorpion geborenen, dass in Finanzen kommt Wachstum und in der nächsten Zeit haben die Skorpion geborenen Gewinnchancen. Die Tierkreise zeichnen Schützen geboren, erleben glückliche Tage, kommt auch alles in Ordnung. Sie brauchen Sicherheit und Stabilität und genau das bauen sie gerade auf. In die kommenden Tage sind aber Einschränkungen oder innere Unruhe, Nervosität, dann sollen sie noch ein paar Tage warten, geduldig sein, bis die Energie etwas verbessert. Die Tierkreise zeichnen Steinbock geboren, kommt etwas im Fluss, kommt Sicherheit, Stabilität, sie bringen etwas in Form, etwas bringen sie zum Ende. Und was aber möglich ist, dass sie noch Hindernisse haben bei einem Neuanfang. Wenn sie etwas Neues starten möchten, da sind noch Hindernisse oder Ungerechtigkeit. Das sollen die Steinbockgeborenen noch berücksichtigen. Diese Tagesenergie wirkt auf unserem Leben, auf uns alle, aber es ist nicht maßgeschnitten, weil jede ist einzigartig und jeder Horoskop ist einzigartig und das ist natürlich auch möglich, bestimmten Tagen oder einen Zeitraum, einen Monat ganz genau beschreiben, sogar auf die Stunde beschreiben, wie wird das verlaufen und dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befindet sich meine Kontaktdaten zu meinem Managementbüro. Wenn Sie kurze Fragen haben oder das schnell gehen sollte, dann bin ich telefonisch in meinem Hotline erreichbar. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.